Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Planet Crafter. Mittlerweile habe ich mich angefreundet damit. Also auch wenn es nicht wirklich mittig steht, so wie ich es wollte, aber okay, ich lasse es jetzt halt so, wie es ist. Ich werde... Genau, ja. Und zwar, wir werden mal ein paar Pflanzen aufstellen. Ich glaube, die kann ich ja trotzdem außen hinstellen auch. Da werden wir natürlich noch sehr viel Dekoration machen. Ich habe jetzt halt mal hier die Aquarien anders als geordnet. Also ich habe jetzt halt nochmal das Material genommen für 4 weitere Aquarien und habe das jetzt halt dann eben mal so angeordnet, sodass wenn man hier reinkommt, dass man hier direkt diesen Blick kerzengeradeaus durch hat. Das hat mir irgendwie ganz gut gefallen. So, ich möchte allerdings das Ganze hier, deswegen habe ich nämlich die Teile jetzt, das Lagerfeuer muss ich auch noch unbedingt bauen. Wo seid ihr jetzt? Da. Ich wollte hier dazwischen immer so eine Pflanze machen. Mal gucken, wie ich das hinbekomme. Ob ich da jetzt halt gleiche Pflanzen hinmache, also zum Beispiel die Pesta, das könnten wir hinmachen, weil von der haben wir extrem viele. Bisschen zurück. So. Mal schauen, wie das dann ist. Also ich hoffe, dass es doch dann gut ausschaut. Jetzt kommt heute schon wieder was runter. Ich meine, ich habe ja die letzte Aufnahme erst vor kurzem beendet. Und wir hatten ja beim letzten Mal sehr viel, was hier runterkam. Und jetzt kommt schon wieder so viel Zeug. Ich hoffe nicht, dass das weitergeht so. Also in Blau schaut es hier auf jeden Fall gut aus. Warte mal, tun wir mal die Pestera. Genau, die Pestera, die sind nämlich diese blauen Blüten. Pestera, wir haben ja noch ganz viele von den Pestera-Samen, ne? Da könnte ich noch mal welche holen. Die könnten wir hier in den Durchgang stellen. Einen da und einen dort. Hier könnten wir dann zum Beispiel ich weiß nicht, wie die Lirma ausschauen. Das ist einfach nur so eine Ranke, ne? Ja, aber warum nicht? Von denen haben wir ja auch sehr viele. Brauchen wir noch 1, 2, 5. 5-mal die Pestera. Pestera. 1, 2, 3, 4, 5. So, und der letzte one, the last one, ich glaube, das schaut echt gut aus. Und hier nach vorne dann eben auch immer wieder mal eine Pflanze. Ich glaube, das ist gut. Es wäre schön, wenn die Schmetterlinge sich hier noch ein bisschen verirren würden. So, dann. Habe ich jetzt halt eigentlich sehr viele Pflanzen habe ich da, ne? Aber ich glaube, die gehen alle nicht rein. Lirma, doch, geht sogar rein. Warte mal, kann ich dich jetzt mittlerweile angeben? Nee, kann ich immer noch nicht. Shanga-Samen sind voll. Ich glaube, alles andere ist dann voll, ne? Pestera. Die Nullna sind voll. Tuska voll und keine Ahnung. Ich tue mir jetzt einfach mal hier rausschmeißen, weil es egal ist. So, das sind alles die Froscheier. Aber ich möchte ja... Ja, ist eben wieder die Sache. Ne? Mache ich jetzt zuerst Frösche oder mache ich zuerst die Fische? Aber ich denke, wenn ich jetzt mit den Aquarien angefangen habe, dann werde ich jetzt halt mich über die Fische hermachen. Allerdings brauchen wir dafür... nee. Auch nein. Nee, das sind Froscheier.
Das sind die Fischeier. Also das heißt, wir brauchen trotzdem so diese genetischen Dinger hier. Da ist jetzt dann nur die Frage, wie viele wir da machen. So, schauen wir mal. Wir bräuchten dann im Grunde... Ich wollte auch schon lange mal die Bauernhöfe machen, ne? Weil das mit den Pilzen, das dauert so Ewigkeiten. Vielleicht machen wir jetzt erst einmal auch die Bauernhöfe. Ich habe extra die Bienenlarven dafür hergestellt. Gezüchtet. Oh, warte mal, wolltest du nicht... Nee. Das passt schon. Warte mal, da hinten flattert noch irgendwas. Da ist aber nichts drin. Die sind leer. Die sind leer. Ja, ist okay. Also. Bienenlarven. Wir brauchen immer 2 Stück pro. Und da ich jetzt halt erst einmal 3 hinstellen möchte, auf die gleiche Höhe wie die anderen, nehmen wir jetzt halt mal 6 Stück mit. Dann brauchen wir Wasserflaschen, Dünger, 1, 2 und Superlegierung. Schon mal Dünger. 1, 2, 3. Wasser war auch, ne? Genau, Wasser. 1, 2, 3. Habe ich Dünger 2 hier auch? Eigentlich schon, ne? Nee, habe ich nicht. Dünger 2 haben wir nicht hier. Und wieder mal dunkel. Das Spiel ärgert mich aktuell. Das weiß, dass mich das gerade triggert. 1, 2, 3. Und dann brauchen wir noch 3-mal Superlig. Eins, zwei. Ich schaue jetzt halt immer, dass ich zuerst die Sachen hier rausnehme. 3. Okay, und 3 Stück wären sogar noch mal drin. Also, gucken wir mal hinter. So, dann bräuchte ich im Grunde einen als Abstandhalter. Und dann... Obwohl es das schon verschiebt, ne? Ich dachte, das wäre mittig, aber das verschiebt es. Naja gut, das ist halt einfach so. Ist mir jetzt halt total egal. So, hätten wir die, dann würde ich sagen, tun wir hier Pilze rein. Pilze, Pilze. 1, 2, 3. Pilz und Pilz. Jawohl, dann wachsen die nämlich schon mal. Die werden ja automatisch geholt, aber das muss ich ja nicht angeben. Dann machen wir gleich die nächsten 3. Dann nehmen wir das Wasser einfach daraus. So 3, wunderbar. Kann jetzt eh gleich einen Schluck noch trinken. Dum-dum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, Bienenlarven und Superlegierung. 1, 2, 3. Und die Bienenlarven. 6 Stück. Drei, vier, fünf, sechs. So. Dann holt ihr gleich noch die Pilzsamen wieder. Weil dann haben wir nämlich ein großes Beet. Besser gesagt, 6 große Beete nur für Pilze. Eins. Zwei. Und drei.
So, ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt, na gut, die sind da vorne auch verschoben, ne? Die haben hier vorne auch einen Abstand. Ja, ist okay. Mir dann egal. So. Die machen plus 47,5 Pflanzen, plus 4 Insekten. Auch interessant. Ja. Gut, damit hätten wir jetzt einmal die Pilze. Dann wäre das nächste die Kürbisse. Da schauen wir aber jetzt, dass wir gleich für alle das Zeug reintun. Also wir brauchen 12 mal Bienen. Wir brauchen Dünger 1 und 2. 5, 6. Dann Dünger 2. 2, 4, 6. Wasser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann brauchen wir noch 6-mal Superlegierung. Die müssen wir jetzt aber von innen holen. 4, 5, 6. Gut. Und halt Kürbisse. Kürbissamen 6-mal. So. Und das möchte ich jetzt so machen, dass ich hier eins hinmache als Abstand. Es müsste nämlich optimal gehen, hoffe ich. Yes. Dann haben wir hier nämlich noch einen Rundgang. Passt. Yes, und dann wächst alles zu Genüge auf jeden Fall. So, das ist wunderbar. Das Einzige, was ich noch austauschen möchte, das ist ja dann halt hier. Das sind dann die Schränke. Die will ich dann noch austauschen. Die sind alle leer. Gut. Ui, was habe ich jetzt weg? Den Schrank, gut. Ich habe schon gedacht, ich habe irgendwas anderes weg. Hier fehlen noch Pflanzen, ne? Die muss ich auch noch reintun. Aber da haben wir ja noch genug. Wir können... Nehmen wir mal 3 Tusker mit. 3 Nullner. Da kann noch eine. Habe ich da noch was? Nein, hier habe ich jetzt nichts. Okay. Nie, oder? Mann! Da waren sie jetzt wieder super schnell. Okay, dann kommt ihr jetzt da rein. So. Dann Eisen habe ich einstecken. So, dann geht es schon wieder los. 3, 4, 5 Mal. Und hier noch rüberwärts. Jawohl, 2 Eisen haben wir noch, das passt schon. Habe ich schon zugemacht. Okay, dann gucken wir mal. Was wir brauchen. Zum einen möchte ich noch mal Eigengeneratoren bauen. Okay, ich mache das jetzt mal da oben rein.
Da wird wahrscheinlich kein Biokunststoff mehr drin sein, weil ich... Doch, sind sogar noch zwei drin. Aber ich brauche zwei pro. Und ich... warte mal, kannst du hier... Biokunststoff... Warte mal, brauche ich? Ja, ich brauche E-Dünger. Und? Cool. Zwei. Und dann brauchen wir nochmal zwei. So lange können wir schon warten, bis die fertig sind. Schwupps. So. Dann brauchen wir dreimal Wasser. Eins, zwei, drei. Ja, das kannst du vergessen da oben. Sechsmal Superlegierung und dreimal Magnesium. Sechsmal Superlegierung und Magnesium. Da schaue ich jetzt auch hier nochmal in den Schrank, weil ich glaube, hier ist auch irgendwo Magnesium drin. Nein. Halt. Im Schredder? Ja. Eins, zwei, drei. Yep. Weil ich meine, wir brauchen die nicht so viel, aber ich finde es ganz okay, wenn ich die hier nochmal so ein bisschen mittig platziere und hier dann so ein bisschen Algen noch wachsen. Und hier hinten wollte ich das auch machen. Ist halt ein bisschen kleiner, aber das ist ja egal. Mir geht es bloß darum, dass das hier alles ein bisschen bepflanzt wird. Aber die, ja, ich muss die ein bisschen weiter vorrücken. Man sieht es halt nicht richtig, ne? Ja, das passt. Das passt. So, dann brauchen wir dieses Zeug des Wasserlebens da. Sammler des Wasserlebens. Da brauchen wir Seide dafür, okay? Müsste ja eigentlich es da sein. Drei. Drei. Und überall drei Stück drin. Drei, sechs, neun, zwölf. Brauchen wir immer drei Stück, ne? Es war auch komisch, dass da immer genau drei Stück drin sind und nicht eine mehr. Seidenraupen. Verdammt. Seidenraupen. Weil die Stoffe kommen jetzt halt so langsam raus, ne? Passt. Aber da sieht man mal, wie viele Seidenrauben da vorne produziert wurden in den Biotopen, ne? So, Biokunststoff müsste ich auch hier noch ganz viel haben. Wir brauchen für jedes zwei Biokunststoff. Okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee, Quatsch, wir brauchen ja immer 2, ne? Okay, dann nochmal 7. 14, jawohl, gut. Und dann brauchen wir noch 7 mal Superlegierung. Passt ja genau, ne? Von der Menge. Ist schön. So. Jetzt können wir die zwar platzieren, aber gesammelt wird noch nichts. Ich hoffe, dass ihr so einigermaßen... Ja, ist ja wurscht. Ist ja egal. Ist halt ein wenig für... Ich meine, das ist ja im Wasser, ne? Das bewegt sich ja, das... Ist nicht immer hundertprozentig an der gleichen Stelle. So. Okay, hier kommt dann das Zeug rein. Und da muss ich dann die
Planktonis. Die muss ich dann. Den setzen wir jetzt ein wenig weiter hier an den Rand. Das ist ja egal. So. Die Planktonis, die werden dann da innen drin gesammelt. Und zwar stellen wir da hier die Schränke auf. Ich glaube, einen kann ich noch machen, ne? Setze ich jetzt den hin? Kann ich auch da vorne mit reinsetzen, ist ja egal. Oder nee, warte mal, den wollte ich da hier wollte ich den reinsetzen. Hier. Da können wir dann noch einen machen. Setze ich jetzt mal den daher. Dann nochmal Algen. Und dann hier nochmal einer mit Wasserleben. Schauen wir mal, ob wir nochmal drei Seide zusammenbekommen. Jawohl, dreimal Seide. Zweimal Biokunststoff. Einmal Superlegierung. Hier brauchen wir auch zweimal Biokunststoff. Dünger, Magnesium, Wasser. Dünger. Magnesium. So, zwei Superlegierungen und drei Superlegierungen. Eins und drei. So. Dann kommt hier ein Alki rein. Und hier nochmal ein Wasserlebensdingsbums. So. Taucht schon. Gefällt mir. So. Das Einzige, was ich noch machen möchte, das wieder raus. Ja, okay. Die Schränke. Die Vorratsschränke. Ich bin mal gespannt, wie viele von den Platten jetzt hergestellt wurden. Ob die jetzt halt auch da drin sind. Leiterplatten, nur zwei Stück sind da drin. Da fehlt wahrscheinlich wieder irgendwas. Wahrscheinlich der Kunststoff, ja. Ist okay. Kann ich den Biokunststoff hier herstellen? Nein, weil ich da Pilze brauche. Okay, dann schauen wir mal hier rein. Hier haben wir einiges, okay. Drei Schränke, würde ich sagen, sollten wir mindestens aufbauen. Ich nehme jetzt halt mal für mehrere mit. Ich nehme jetzt mal für 10 Stück mit, weil der Rest ist ja dann Superlegierung. Ich weiß jetzt nämlich auch nicht, wie viele von diesen Dingen wir da brauchen. Also wie viele Eigenteile, dass es da gibt, dieses Wasserleben. Dann können wir hier Schränke reinstellen und da drüben Schränke reinstellen. Mal gucken. So, ihr geht ja immer hier nicht rein, deswegen machen wir das wieder hier, ja, mittig. Ich hasse das. Warum geht's jetzt da nicht? So, die müssten in einer Reihe stehen. Jawohl. Werden wir schon brauchen. Irgendwie. So, Vorratsschrank. Mindestens eins dann noch zusätzlich vor. Da ist es rot, grün. So, hier passen nochmal zwei Schränke her. Gut,
Dann lass uns mal gucken, was wir schon drin haben. Phytoplankton, Konifischeier, Phytoplankton, Phytoplankton A, B, C. Wir nehmen jetzt erst einmal die ersten Entwürfe, nehmen wir jetzt hier mal raus. Weil ich denke, dass wir dann auch alles bekommen, was wir brauchen. Also, dass wir jetzt alles rauskriegen, was es so gibt. Auch Algen. Es gibt auf jeden Fall dieses Plankton A, B und C. Und dann haben wir noch die ganz, ganz viele Konifischeier. So, und wir haben Plankton A, Plankton B und Plankton C. Cool. So, wie ich es will. So. Dann machen wir jetzt mal hier Plankton A. Plankton B. Plankton C. Dann kommen hier die Konifischeier rein. Die werden wir wahrscheinlich komplett reinmachen. Schauen wir mal. Nachfrage. Genau, Konifischeier. Und da kommt mit Sicherheit noch was. Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich nur das Plankton A, B und C hatte, ne? Ja, komm, tu es mal raus. Hier, Phytoplankton A. Plankton B. Und Plankton C. Und haben wir noch irgendwas? Nein. So, Plankton A, B, C. Ich nenne das auch nur Plankton A, B und C. So, ihr seid die Koni. Und bei allen anderen müssen wir mal abwarten. So, hier kommen ja auch solche Fischeier rein. Da können wir eigentlich schon mal die Koni reinmachen, oder? Mal gucken, wie die ausschauen. Ah ja. Ich denke, das ist auch gut, wenn wir von in jedes Aquarium immer zwei Fischeier reinmachen. So, das Einzige, wo ich jetzt noch nicht hier habe, das sind die Zuchtstationen. Die könnten wir dann. Jetzt haben wir hier die Aquarien drin, ne? Ich weiß auch nicht, ob ich die jetzt brauche, ne? Das ist noch das Nächste. Also ich habe jetzt wirklich überhaupt keinen Plan, ob da 6 Stück reichen oder ob wir mehr brauchen. Jedenfalls sollten wir hier dann die DNA-Teile hinmachen. Diese Teile da. Aquarium kann man ja, glaube ich, nicht außen hinstellen. Doch, kann man außen auch hinstellen. Das ist natürlich nicht schlecht. Das Einzige ist, was tue ich da für Fische rein, ne? Weiß ich nicht. Ich lasse das jetzt mal mit den. Also ich lasse die 4 Aquarien jetzt mal weg. So. Wir brauchen. Also Düngerstufe 2, Superlegierungen, Sauerstoff haben wir. Düngerstufe 2, Sauerstoff, Superlegierung. Die Leiterplatten brauche ich nicht dafür, aber ich brauche Baumrinde. Also tue ich euch noch mal raus. So, 3, 4. Genau.
Und dann haben wir hier im Grunde den Zuchtraum. Da das. Nee. Die können wir ja dann auch wieder eins auseinander machen. Das, also eins so ein Tick. Steht halt jetzt richtig mittig, aber ich kann es nicht ändern. Und hier drüben dann das gleiche. Egal, ob wir es brauchen oder nicht. Okay. So, das sind die Koni, Guerrero und Chrom. Und dafür brauchen wir dieses ganze Plankton-Zeugs. Deswegen hier das ganze Plankton. Und dann haben wir hier die Koni-Fischeier. Okay, von den Fischeiern werden wir wahrscheinlich etwas mehr brauchen. Deswegen machen wir dann hier nochmal zwei Schränke her. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. So, zwei. Drei, vier. Schrank, da, danke. Bin mal gespannt, wie viele Fische das wir haben insgesamt. Also sollten das mehr sein wie sechs Stück, dann muss ich natürlich schauen, dass ich hier immer den zweiten durch einen anderen ersetze. Vielleicht mache ich das gleich von Anfang an, dass ich erst einmal die nur einfach rein tue und erst wenn ich mir sicher bin, dass mehr ist, dass ich dann. Ihr wisst schon, was ich meine. So, genau. Und alles andere machen wir dann beim nächsten Mal. Da werden wir uns dann darum kümmern, dass wir ein bisschen Fischeier züchten. Das müsst ihr aber jetzt auf jeden Fall hier schon mal anfangen mit Fischgedöns. Genau, Tiere fängt jetzt halt an. Wunderbar. Ah, Lirma-Samen. Den können wir dann freischalten bei 7,8. Wunderbar. Dann haut es auch hin wieder mit dem Sortieren. Dann ist es gut. Aber 7,8 Tonnen, da brauchen wir natürlich noch ein bisschen, ne? Wo hat mich das stehen? Tiere hier. Ein Kilo haben wir jetzt. 2 Gramm pro Sekunde. Ne? Genial. Okay. Also wir machen dann hier beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like da. Schreibt mir was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen weiteren Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.